Wie kommen wir jetzt zu den Safe? Überfallen will ich dir jetzt eigentlich nicht. Moment mal. Ne, die Tür kann man nicht angreifen? Ne. Was wünscht ihr von mir? Vier Stunden lang warten. Ne, da passiert nichts. Questbuch. Kümmern wir uns mal um die Diebe auf der Brücke. Sind glaube ich da, oder? Ne, ach, da oben. So. Dann drehen wir den mal in den Arsch. Würde ich mal sagen. So, beschwöre euch erstmal einen Ork-Kämpfer. Was wünscht ihr von mir? Den... Ah, Quatsch. Was wünscht ihr von mir? Dem Waldschild gebe ich das Schwert, weil er kann damit besser umgehen als wir. So, dann sprechen wir mal die netten Banditen an. Die sind doch sicherlich sehr sympathisch. Was haben die alle gegen meinen verstörten Begleiter? Toll, jetzt muss ich den immer... Die wollen jetzt mit mir sprechen, wenn mein schöner Begleiter dabei ist. Mein schöner, grüner Ork. Jetzt warte ich mal kurz, bis wieder meine Mana-Punkte voll sind. Möget ihr euch der besten Gesundheit erfreuen und all das, ja. Lucan der Einfältige, das ist ja auch wieder ein toller Name, der Einfältige. Hättet ihr wohl einen Moment Zeit? Was wollt ihr? Lucan hat keine Zeit für Geringfügigkeiten. Flügigkeiten, ach scheiß drauf. Ach, jetzt können wir uns bei denen einschmeicheln, oder... Na, versuch mal erstmal die einfach umzuhauen. Das Einschmeicheln können wir ja hinterher noch versuchen.
Ich muss die Brücke überqueren, Lukan. Ach ja, die Brücke, das ist eine ganz andere Sache. Ihr wisst, mein Freund, bla bla bla, Reisende, Brückenzoll, bla bla bla. Ja, machen wir jetzt einfach mal den schnellen Weg, töten. Oh. Huch. Oh. Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, wie wir die Gebühr umgehen könnten? Da würde es vielleicht etwas geben. So. Versuchen wir es mal anders. So. Gehen wir mal in Kampfmodus und jetzt. Beschwöre ich mal lieber noch einen Ork. Nein, nehme ich erstmal einen Mana-Trank, Insektenplage. Oh, Scheiße. Scheiße, die alten. Oh, der hat noch 45% Leben und der 100. Scheiße, scheiße. Das war jetzt Verschwendung. Ich kann nur zwei gleichzeitig beschwören. Das müssen wir doch schaffen, irgendwie. Früher habe ich es doch auch geschafft, die umzuhauen, aber wieso jetzt nicht? Guck mal, Insektenplage.
Und ein Heil, Mana-Trank. Er hat noch 100% Leben, der hat noch... Oh Gott, die halten so viel aus. Ach, Scheiße. Ja, verdrückt, verdrückt. Oh je, ob wir das hier schaffen werden. Ich bin jetzt Insektenplage. Können wir den Wurzel auch Mana geben? Na, da muss man den Rang gehen. Dann geben wir den Virtual auch Ausdauer, Mana, Katzenklo. Okay. Dann machen wir noch einen Ork-Kämpfer. Ja, wieso klappt denn das nicht? Ach so, der Insektenschwarm zählt auch als Beschwörungszauber. Deswegen... Ah, scheiße. Scheiße, scheiße. Ja, einer ist down. Insektenplage auf den da. Juhu, wir haben's geschafft. Yay, yay, yay. Sack mir auch gleich die Rüstung von denen ein. Ah, das ist der Schlüssel zu der Brücke. So, den geben wir auch so eine Rüstung. Will der die nicht anziehen? Die kann er anscheinend nicht benutzen. Große Lederrüstung. Ah, genau, groß. Die werden wahrscheinlich dann auch nur die Auge anziehen können.
Okay, was haben wir da? Verschlossen. Kann man jetzt kaputt schlagen, das Fass? Nö. Was haben wir dann noch? Okay, das schon mal auf. Fertigkeiten, Schleichendiebstahl, Fallen entschärfen. Schleichen, Taschendiebstahl. Da kann man quasi craften, wenn man da Fähigkeiten drin verteilt. Weil da haben wir keine Fähigkeiten. Oh, mal gucken. Tauschgeschäfte. Der wäre geil, der Mantel. Rüstungsklasse Wissen WF. What the fuck? Naja. Oh, das ist auch ein dicker Schwert. Schwert der Seuchen. Können wir uns aber alles nicht leisten. Nein, erstmal die Mana-Tränke. So, den lassen wir mal. Entlassen wir mal. Weil sonst will ja eh niemand mit uns reden, wegen unserem schönen Haustier. Hallo. Und nochmals hallo, Constable Feigling. Es ist mir ein Vergnügen. Habt ihr einen Moment Zeit? Das Problem auf der Brücke ist natürlich beseitigt. Wirklich gut, ich habe also 50 Goldstücke für die Arbeit. Hier bitte und tschüss. Vielen Dank, noch eine dumme Kleinigkeit, sicher. Naja, ich werde jetzt gehen. Ein Punkt, was haben wir da? Entschärfen, Gesinnung erspüren, Lebenskraft, Kraft der Erde, Bändigkeit, Reinigen, Schutzschild, Schock. Oder mal Untote herbeischwören und so weiter, Schaden. Kleine Heilung, Erleuchten. Magiergeschoss. Na, nehmen wir das mal. Okay. Wie habe ich das jetzt? Wie habe ich das gemacht? Okay, nochmal testen. Rechte Maustaste gedrückt halten und ja, gut. Kämpfer. Wahrscheinlich geht es nicht, weil der da unten schon belegt ist. So, magisches Geschoss. Schön, schön. Dann geht's jetzt wohl, in die komische Stadt, da. Die Brücke. Und dann finden wir was über den Ring heraus oder auch nicht, keine Ahnung.
Och, die sind sicher ganz warme Brüder. Hallo, ich dachte schon, dass wir uns hier draußen treffen. Es tut mir leid, ich glaube, wir hatten noch nicht das Vergnügen. Nein, aber ich habe euch beobachtet. Ich habe gesehen, wie ihr nach diesem Zeppelin-Absturz schnurstracks in das Dorf marschiert seid. Eigentlich haben wir erst eine Quest gemacht, bevor wir ins Dorf marschiert sind, aber egal. Ich glaube, ihr habt etwas, das mir gehört, einen Ring, den ihr von einem Gnomen genommen habt. Welches Interesse habt ihr denn daran? Das geht euch wirklich nicht an. Gebt mir einfach den Ring und ich gehe meines Weges. Es tut mir leid, ich muss jetzt wirklich gehen. Oh, scheiße, der greift uns an. Wieso greift er uns an? Mach mal ein magisches Geschoss. Ach scheiße, Magierschloss. Magierschloss und ich habe magisches Geschoss gelesen, es verschließt Türen. Wir wollen doch keine Türen verschließen. Laden wir nochmal. Magier Schloss steht da und ich habe Magier Geschoss gelesen. Das ist sehr peinlich. Was wünscht ihr? So. Also es war jetzt schon wegen peinlich, Magier Schloss mit Magier Geschoss zu verwechseln. Jetzt darf ich eigentlich keinen erzählen, dass mir sowas passiert ist, aber... Okay, dann geben wir jetzt die Quest ab und dann wählen wir was Gescheites aus. Mann. Kann man da was machen? Achso, das ist nur die Partyanzeige an und aus. Ja. So. Aber ich glaube, wir holen einfach mehr Mana, dass wir die, dass wir mehr länger Zauber werden können. Konstitution, Willpower. Dann nehmen wir da echt was. Schlösser knacken, ausweichen. Nahkampf. Zeugen. Die Fähigkeit, einen anderen Charakter dazu bringen, etwas Bestimmtes zu tun. Oder festzustellen, ob die Wahrheit, ob er die Wahrheit sagt, hängt von Charisma. Charisma haben wir ja viel. Naja. Magier-Schloss. Geschicklichkeit verbessern. Schutzschild haben wir da und dann haben wir einen Schock. Blitzschlag, Zersetzung. Okay, das werden wir später mal nehmen, aber nehmen wir jetzt erstmal mehr. Erstmal wegen mehr Mana. Dann machen wir uns jetzt auf den Weg in die Stadt. In die große, weite Stadt. Oh, das ist ein Huhn. Huhn. Hähnchen. So. Und bevor wir jetzt uns wieder mal mit dem Gnomen da prügeln, mache ich erstmal eine Aufnahmepause und dann sieht man sich bald wieder in
World of Arcanum. Arcanum. Keine Ahnung, Katzenklo. Und dann... Gute Nacht.